Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. In meinem heutigen Tutorial für Crazy Talk 8 möchte ich Sie gerne mal über die neuen Futures informieren, die seit dem letzten Patch hinzugekommen sind. Man hat jetzt die Möglichkeit, benutzerdefinierte Charaktere, Accessoires und Haare aus iClone nach Crazy Talk 8 zu importieren. Dies ist allerdings nur möglich mit der Crazy Talk Pipeline Version. Ich werde das Ganze jetzt mal demonstrieren, indem ich hier mal iClone öffne. Und ich habe hier die CC-Darstellerin Casey, also eine benutzerdefinierte Darstellerin, die ziehe ich mal mit gedrückter linker Maustaste jetzt hier in Crazy Talk 8 hinein. Und dann wird die dann hier auch gleich geladen. Und jetzt habe ich hier die Casey. Und als weiteres neues Feature hat man jetzt Materialeinstellungen zum Anpassen von Spiegelung, Glanz und Beleuchtung verschiedener Bereiche des Darstellers. Und das findet man hier oben im Menü unter Create. Und dann hat man hier die Materialeinstellung. Hier oben kann man jetzt umschalten von Actor oder auf Accessoires, denn man hat ja auch die Möglichkeit, Accessoires hier zu importieren. Und ich werde jetzt hier mal bei Skinhead, da werde ich hier mal die Spiegelung hier etwas hochsetzen, so ungefähr, dann bei dem Glanz, ja, die werde ich mal hier so auf 17 lassen. Und hier unten die Beleuchtung, die lasse ich hier mal auf 0. Die gleichen Werte werde ich jetzt hier auch dann bei Skin Body eingeben, also 38, 17 und stelle das hier auch mal ein, 38 und 17, Enter. Ja, und so kann man hier praktisch die Materialeinstellung auch noch verändern. Man kann hier natürlich jetzt auch die, wenn ich mal die Maus Open hier diesen Button hier oben klicke, kann man das hier auch für die Szene anwenden, ja. Aber ich lasse das jetzt mal, man hat ja jetzt gesehen, wie es funktioniert. Und jetzt schließe ich hier mal die Materialeinstellung. Jetzt könnte man natürlich auch die Texturen hier noch ein bisschen anpassen, wenn ich hier mal auf Textur gehe und bei Skinhead hier vielleicht mal die Helligkeit mal so ein bisschen ins Minus stelle. Vielleicht mal auf 3, 4 ungefähr und bei Skin Body hier auch. Ja, dann ist das eigentlich jetzt schon ganz okay. Des Weiteren hat man jetzt ein neues Feature, und zwar das Anpassen der Hals- und Kopfgröße. Und da hat man jetzt hier in der Menüleiste hier diesen Button, also das nennt sich hier Heat Setting, Kopfeinstellung oder der Shortcut H, da klicke ich mal drauf. Und da kann man jetzt hier mit diesen Schiebereglern, die stehen jetzt hier bei 101, hier die Kopfskalierung vornehmen. Ja, ich lasse das jetzt hier mal wieder bei 1 stehen. Oder bei der Halsgröße, also die Breite. Ich glaube, das war jetzt hier bei 0. Und eben hier die Halslänge. Kann man kleiner machen den Hals und mit dem Schieberegler auch wieder größer machen. Ich habe natürlich gleich mal ausprobiert, ob man da auch Keyframes für setzen kann in der Zeitleiste. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ab Frame 15 möchte ich einen längeren Hals haben. Also das funktioniert leider noch nicht. Aber vielleicht ja im nächsten Patch. Und deshalb werde ich jetzt hier die Halslänge wieder auf einstellen. Ja, das war jetzt mal hier zu den Kopfeinstellungen. Als weiteres neues Feature hat man jetzt hier neue Augenvorlagen, also Vivid Augenvorlagen. Und das kann man dann anpassen in mehreren Ebenen in den Augeneinstellungen. Und da muss ich mal schauen, wo hier jetzt die Augen sind hier. Da klicke ich mal auf Actor Elements und dann habe ich ja hier diesen Ordner 01 mit den Augen. Also sind auch jede Menge Augenvorlagen, glaube ich, jetzt hier hinzugekommen. Da hat man hier helle Augen, dann dunklere Augen, dann hat man jetzt hier auch Monsteraugen, die man hier auch verwenden kann, dann eben Manga-Augen und Comic-Augen, ja, und hier noch die anderen Augen, die man hier noch zur Verfügung hat. Ich werde jetzt hier mal die Monsteraugen mal nehmen.
Und dann werde ich jetzt hier mal, ja, ein Auge hier hinzufügen. Und dann nehme ich mal hier Monster 2 per Doppelklick. Und wenn ich jetzt mal hier bei den Augeneinstellungen, mal draufklicke, dann hat man eben jetzt hier in diesem Dummy, man kann hier auswählen, rechtes oder linkes Auge. Hier hat man die Optionsfelder. Dann kann ich jetzt hier eben in diesem Dummy auswählen. Dann werden natürlich hier die Optionsfelder automatisch hier schon gesetzt. Und dann kann man eben hier verschieben, skalieren. Ja, man kann hier auch die Textur auswechseln, wenn man möchte. Hier hat man die Helligkeit, den Farbton, Kontrast zum Beispiel. Man den jetzt hier mal oder die Sättigung so ein bisschen. Ja, dann leuchten die natürlich dann hier extrem. Also hier hat man jetzt auch Möglichkeiten, in verschiedenen Ebenen die Augen hier einzustellen. Ich schließe das Ganze jetzt nochmal. Das war also auch ein weiteres neues Feature. Und ich werde jetzt hier nochmal ein Accessoire importieren. Das wollte ich eigentlich zum Anfang gleich nochmal machen. Und da klicke ich hier nochmal auf Accessoires. Und da gehe ich mal in den Vorlagen, mal schauen, was ich hier bei den G6 Accessoires habe oder bei G5 Outfit Collection. Und da habe ich hier diesen Sonnenhut und den will ich mal mit gedrückter linker Maustaste jetzt auch hier in Crazy Talk 8 hier hineinschieben. Ja, schieben. Gut, und dann muss man jetzt hier auch die Ebenen auswählen. Man sieht hier oben die Ebene A in dem Dummy kann ich nicht auswählen, weil die ist schon reserviert für die Haare. Und dann werde ich mal hier Ebene C anwählen. Und dann kann man hier auch schon mal testen, wie es aussieht. Also up, down, right und left. Also ich gehe jetzt nochmal in die Standardpose und werde mal hier bei verschieben, das hier mal in der Y-Achse vielleicht so ein bisschen nach vorne schieben, diesen Hut, so dass die Haare hier nicht mehr rauskommen. Und dann schaut mir das nochmal kurz an hier. Ist jetzt keine direkte Kalibration hier, aber man kann eben schon im Vorschau sehen, wie es ungefähr aussieht. Ich würde wahrscheinlich jetzt noch vielleicht mal den Hut ein bisschen runterschieben in der Z-Achse. Mal sehen. Dann schaue ich nochmal nach. Ja, und so kann man es hier eigentlich auch lassen. Und dann klicke ich hier wieder auf Apply. Ja, ein weiteres neues Feature ist Kleidung an jede Körperform anpassen. Und da schaue ich jetzt mal hier bei der Kleidung. Ich gehe mal hier auf Actor Elements. Und dann habe ich ja hier bei Body jetzt hier die Kleidung. Und wenn ich mal hier was raussuche, nehmen wir mal an hier Female Sporty. Wenn ich da jetzt mal doppelt draufklicke, dann öffnet sich jetzt hier noch ein Fenster, also Apply Body Option. Dann hat man hier einmal die Import-Textur. Das ist dann die Textur vom Körper, die man hier mit importiert. Dann die Körperform. Und eben selbst nur die Kleidung. Ich werde jetzt hier mal überall ein Häkchen drinnen lassen zur Demo und werde das Ganze mal anwenden. Und wenn das jetzt geladen ist, sieht man, dass sich jetzt hier die Körpertextur dadurch verändert hat. Ja, also das Kleid hat sich natürlich angepasst an der Körperform jetzt hier. Aber eben die Textur passt jetzt hier überhaupt nicht mehr zur Kopftextur, dann hat man hier auch so einen richtigen Schnitt drinne. Ja, ich mach mal schauen, ob ich das hier noch näher rankriege. Man sieht es jetzt hier. Und deshalb mache ich das hier mal rückgängig. So, jetzt habe ich das Ganze wieder rückgängig gemacht. Jetzt klicke ich hier nochmal auf Female Sporty. Und ich möchte jetzt wirklich nur die Kleidung dazu haben. Und deshalb nehme ich hier diese beiden Häkchen raus und klicke hier auf Apply. Und dann bleibt natürlich auch die Körpertextur angepasst an die Gesichtstextur. Ja, das ist auch ein
neues Future, was hinzugefügt wurde. Des Weiteren, wenn man jetzt hier die Casey zu seinen benutzerdefinierten Darstellern hinzufügt, dann gehe ich mal hier auf Actor und dann gehe ich mal auf Custom, also benutzerdefiniert, und klicke jetzt hier mal auf dieses Plus. Und jetzt ist hier die Casey. Ich werde das jetzt mal nicht benennen. Und wenn ich hier mal in der Ansicht hier Change View Mode, dann sieht man jetzt hier, dass hier jetzt in diesem Miniaturbild hier noch so ein Zeichen ist. Das heißt also, dass das jetzt hier die Casey hier importiert worden ist aus iClone. Also das ist auch jetzt hier so ein neues Miniaturbild. Dann als weiteres neues Feature ist hinzugekommen, und zwar unter den Einstellungen, wenn ich hier mal auf Edit gehe. Ich gehe hier erstmal in die Home Position und gehe jetzt hier mal auf Edit, und dann habe ich hier unter Preference, also Einstellung, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Brennweite hier umzuschalten, einmal von 80 mm oder 200. Ich werde es hier mal mit 80 mm demonstrieren, gehe auf OK, und wenn ich jetzt mal hier die Casey hier ranskaliere so ein bisschen, ja, dann ist das hier so, und so geht's nach hinten weg. Und wenn ich jetzt mal die Brennweite hier umstelle auf 200, okay, dann verschiebt die jetzt wieder, dann ist die jetzt doch noch etwas dichter dran, bin ich der Meinung hier. Und wenn ich sie weiter rausschiebe, also dann hat man ein bisschen mehr Brennweite. Also ich habe jetzt hier auch mal meine Einstellung hier gelassen, hier auf 200 mm Brennweite. Ja, dann noch ein weiteres neues Feature, und zwar wenn ich hier mal auf den Render-Button klicke, hat man jetzt hier die Möglichkeit, sein Video oder sein Clip hier als Pop-Video auch hier zu exportieren. Dies ist allerdings nur mit der Windows-Version möglich. Ja, und dann kann man das vielleicht auch mal in iClone einsetzen oder irgendwo anders. Zum Schluss möchte ich nochmal betonen, dass hier auch einige Fehler behoben worden sind. Ja, also die möchte ich jetzt hier auch nicht alle aufzählen. Da kann man dann auch mal nachschauen auf der Realution-Seite. Und nochmal ein Hinweis jetzt hier zu diesen Access Vars, Haare und CC-Charakter. Dieser Import ist also wirklich jetzt nur, dieses Feature ist nur für die CrazyTalk 8 Pipeline Version. Gut, das war's jetzt hier in diesem Tutorial. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.